Und somit herzlich willkommen zum nächsten Video meiner Prep Series. Es ist Montag, zwei Tage nach der Essen-Bev. Ich wurde auf der Essen-Bev einige Male bezüglich meinen Beinen angesprochen. Ich würde sagen, das ist so ein wenig mein Wahrzeichen. Und heute ist der erste Leg Day nach der Show und ich werde euch heute mitnehmen auf den Leg Day, meine Tipps geben, wie du deine Beine aufs nächste Level bringen kannst, wie du deine Beine verbessern kannst, wie ich es angegangen bin, wie ich meine Beine ja so hingebracht habe, wie ich sie hingebracht habe. Yes, ich bin gerade daran, mein Pre-Workout zu essen und dann geht's anschließend ins Gym. Double the cup, I'm pouring that shit. I'm fucking it up, it's pornographic. She can't afford the plastic, she push it up. If she wonder about my past, she can look it up. I got a big network, but it's not Google. Got a small net worth, watch it quadruple. My father taught me a lot, that's how I got frugal. Spend a dollar and you got a lot of ramen noodles. It's loopholes in this game that you better learn. Get up early when it rains and you get a worm. Throwing dirt on my name and throwing gas on a flame. Just let it burn till it turn to ash, then get a urn. I never been concerned with the afterlife. You acting like buying ghosts, bring you back to life. Illuminati, I'm the goat they wanna sacrifice. They say you only live once, but this happened twice. I think it's deja vu, yeah. It could be deja vu, yeah. Some people hate on you, but good thing you not them and they not you. I got 15 minutes till the edibles kick in. I'ma get fried like the general's chicken. Finger licking, I'm wing picking. I'll take six ring pipping, the team clicking. I got a new game plan, a new strategy. I keep going like the rabbit with the batteries. I'm with a baddie and she grabbing my anatomy. I split the check and had to leave, now she mad at me. I've been there, I've done that, fun fact. I'm putting numbers on the board like a thumbtack. Coming back like cowboy running backs. Ooh, I need a couple hundred stacks. If you could do the math, that's a couple M's. Pockets fat like twins who got double chins. Big plates, they should probably hit the fucking gym. Nobody shaming, that's just what it is. I think it's deja vu, yeah. It could be deja vu, yeah. Erste Übung, Adduktoren. Extrem wichtig für eine gute Stage Presence. Dicke Adduktoren von vorne machen das Bein so viel dicker. Auf was ihr hier achten müsst, schaut, dass ihr eure Hüfte leicht außen rotiert, das Knie hier wirklich am Pad habt. Ihr müsst euch vorstellen, eure Knie zusammenzubringen. Das heißt, euer Knie muss hier am Pad sein und ihr müsst mit dem Knie Druck an dieses Pad geben. Hier leicht außen rotieren, zieht euch voll in den Sitz. Es wird euch, ihr habt die Tendenz abzuheben, arbeitet dagegen, indem ihr euch voll in den Sitz zieht, leichte Außenrotation, Knie zusammen, in der Mitte nicht berühren, Spannung hochhalten, kleine Pause in der Kontraktion, kleine Mikropause in der gedehnten Position, Kontraktion. Leitet bewusst die Bewegung aus den Adduktoren ein, Spannung nie loslassen und sie werden wachsen. Money be dripping like water, topping out one and I get it. I got my money in line with the queen, royalty making the credit. I gotta spend a lot, five figure when I put a trigger when the shopping. If it look good on the neck or the wrist, pop out the black and then cop. These niggas hating, I'm popping. Rock out with the Drake while I'm rocking. I send a deal and then put up a song and yeah, bitch, I took off like a rocket. I spent 200 on watches. I got the sauce so they watching. I got two gloves to get both color beans. Yeah, bitch, you know how I'm rocking. AK, Red Dot, HK, Headshot, Kitchen. Crack rock, ooh. Bathtub, bath salt. Now I'm serving up H. Drunk an A to the face. Wait. I'm out by Pink Wraith. Look at my diamonds dancing. Serving up H. Chris Hansen. Whoa. I'ma go shoot up your mansion. I just ashing. Stop a nigga, I don't need boots. Hold you out on both coops. Order me one ton soup. Yeah. Why fuck one if I can fuck two? Look at my wrist, Corona. My neck got Ebola. Whoa. Doing dry bars in the Yoda. Poured up a seven like Oda. Just left Webster. Fuck that bitch, don't text. I'm geeked up like Dexter. Yeah. Money be dripping like water, topping out one and I get it. I got my money in line with the queen, royalty making the credit. I gotta spend a lot, five figure when I put a trigger when the shopping. If you look good on the neck or the wrist, pop out the black and the cloth. These niggas hating, I'm popping. Rock out with the Drake while I'm rocking. I send a deal and then put up a song and yeah. Ihr wollt eure Hams verbessern? Trainiert sie härter. Hier sind einige Tipps bei einem Seated Leg Curl, falls ihr habt.
Beltet euch rein. Tipp Nummer 2. Kniegelenk. Immer am Drehpunkt der Maschine. Am Pivot Point. Pad hier. Stellt es so ein, dass es euch besser geht. Mir persönlich passt es am besten, wenn es relativ nahe am Kniegelenk ist. Ist aber eine Präferenzsache. Macht rein mechanisch keinen Unterschied. Das Gewicht bleibt gleich schwer. Nächster Tipp. Währenddem ihr eure Knie beugt, das heißt eure Fersen nach unten bringt, drückt eure Quads nach oben. Nächster Tipp. Bleibt auf den Hams. Wenn es hart wird, sehe ich viele Leute Spannung loslassen, Momentum mitnehmen. Macht das nicht. Bleibt auf euren Hams und zieht einfach. Ihr müsst die Fähigkeit erlernen, auf euren Hams zu bleiben und einfach richtig, richtig nah ins Muskelversagen zu trainieren. Und letzter Tipp, bei den Adduktoren leichte Außenrotation, hier leichte Innenrotation am Hüftgelenk, das heißt hier leicht eindrehen, Hüfte und Knie in einer Linie, leicht eindrehen und dann nach unten. Gebt Gas. Leg Extension, ein Must-Do. Also wenn ihr Quads wollt, Leg Extension ist die einzige Chance, eure Quads in der voll verkürzten Position zu trainieren, speziell den Rectus Femoris. Wenn ihr keine Leg Extension im Programming habt, nehmt sie rein. Was hier zu beachten gibt, Knie, Drehpunkt, nehmt Zughilfen, schnürt euch rein, zieht euch rein, so hart ihr könnt und dann drückt einfach wie ein Arschloch. Gebt Gas, gebt richtig Gas, verbringt Zeit in der voll verkürzten Position, das bedeutet ganz oben, wenn eure Knie gestreckt sind und grindet. Bei der Leg Extension geht immer noch was, ich sehe die wenigsten ans Muskelversagen zu trainieren. Und wenn du in deiner Leg Extension Reps in Reserve drin hast, du wirst sie nicht einhalten. Denn wenn du mit dem Mindset in eine Leg Extension gehst, eine Rep im Tank zu lassen, wirst du gar nie zu einer Rep im Tank kommen, das verspreche ich dir. Gib verdammte Scheiße nochmal Gas bei der Leg Extension, denn deine Quads werden wachsen. Next set, Hex Squat. The GP will see you now. Look, I don't wanna cause no problems. I just wanna live my life, but I keep on hearing about nonsense. Me and my dons ain't mobsters, but you know when you see imposters. We know how to read them faces, same way you know how to read them comments. If you wanna talk, let's talk, but around here, make sure you walk and your talk is constant. Hey, I seen it all before I heard chat that they all adore. 1 week looking like they all aboard. Next day, they don't even walk the walk. I've been here since I bust down Aqua, cutting through after, all black master. Now I'm too grown for acting gaffer, trying to pay off my Madre's gaff cut. Took the wife to Lazarus. That's peak, add the spice to color, Murray, that's me. My advice off the order I've seen. Price alone, he don't promise you. Psh, don't say that. You know that man don't pay that. Trying to stunt in your rentals. I too will try to make that. I don't want to cause no problems. I just want to live my life, but I keep on hearing my nonsense. Me and my dons ain't mobsters, but you know when you see imposters. We know how to read them faces, same way you know how to read them comments. If you want to talk, let's talk, but around here, make sure you walk and your talk is constant. What nonsense? I don't wanna hear about guns, I know you ain't here like the Pulse was sponsored. You ain't never been down junction. You ain't never hit no truncheons. You ain't never hit no blocks in your mouth. You ain't never peeled no onions. You don't really look so G to me. Fly wife out for the scenery. Go blue chase for the eatery. Then I come back where I need to be. A black man who ain't moved so easily. One grievance. Is the money your border, your passion? You ain't talking that poor Lord Cephas. You don't know peace if you don't know Jesus. I live in a place where we all got mashes. No permit and we all could back it. Even a hermit under his jacket. Still that peace couldn't conjure a challenge. No, my man looking like a savage soul. Still we don't know what he has to know. Ain't we men to be saving souls? Not them houses and faking loans. Go tell mom that I'm writing again. I don't wanna hear you right in the end. Wrote this here for my guys in the end. Those still stuck in that social housing know that they will stifle the pen. You ain't gotta fall for them imposters. Then nonsense will come to an end. I don't wanna cause no problems. I just wanna live my life, but I keep on hearing about nonsense. Me and my dons ain't mobsters, but you know when you see imposters. We know how to read them faces, same way you know how to read them comments. If you wanna talk, let's talk, but around here, you're talking constant.
I don't wanna hear about guns, I know you ain't here like the post was sponsored. You ain't never been down junction, you ain't never hit no junction, you ain't never hit no blood on your mouth, bruv. You ain't never peeled no onions. You know what you look so cheap to me. Fly wife out for the scenery, go Blue Jays for the eatery, then I come back where I need to be. Und da sind wir back aus dem Training. War eine gute Leg-Einheit. Ich hoffe, ihr konntet etwas mitnehmen aus dem Training. Ihr wart ein wenig unterhaltet, habt ein wenig Motivation getankt. Für mich gibt es jetzt das Post-Workout-Meal hier. 400 Gramm Kartoffeln, 150 Gramm Spinat, 100 Gramm Brokkoli. Ich bin noch nicht 100% zurück in meiner Routine, um ehrlich zu sein. Ich habe gerade die letzten zwei Tage, also gestern nach der Show und heute, ein wenig mehr Flexibilität in meiner Ernährung. Das bedeutet nicht, dass ich meine Makros nicht hitte, sondern ich habe einfach ein wenig, ja, heute zum Beispiel Brokkoli mit in den Plan genommen, gestern ein wenig Salat gegessen, die ich normalerweise nicht drin habe. Ich habe auch jetzt ein wenig höhere Makros, also heute bin ich bei 250 Gramm Carbs. Im Vergleich zu vor der SNBF mit, ja, 90 Gramm Carbs, doch relativ viel. Wir schauen jetzt, wo meine Baseline sein muss, um weiter Gewicht zu verlieren. Wir fahren jetzt 5 Low Days, 2 High Days, aber dazu später mehr. Heute soll es einfach ums Beintraining gehen. Ja, wie gesagt, ein wenig Food Sources, die ich davor nicht genutzt habe. Das ist meine Art, ein wenig mir was zu gönnen. Nicht in den Makros, sondern in den Food Sources. Yes, das war's mit dem Video, wie immer. Abonnieren, liken, kommentieren. Danke vielmals, dass du eingeschaltet hast. Ich schätze dich extrem, wenn du das Video bis jetzt geschaut hast. Und wir sehen uns beim nächsten Mal. Peace.